Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Movie Cops. Wieder mal mit, ich fange mal mit mir an, mit dem Good Cop, weil der hat keine Sonnenbrille an. Das ist nämlich höflicher, das hat mir mal der Bad Cop erklärt, dass man Sonnenbrille nicht anhaben sollte, wenn man so vor Kamera hockt, und trotzdem macht das jedes Mal. Jo, ciao. Es gibt ja schon einen gewissen Grund, wieso ich immer Sonnenbrille anhabe, weil sonst sieht man die geröteten Augen nicht, aber das ist ein anderes Thema. Was wir heute machen, wir legen gerade los. Und zwar heute haben wir zwei Kurzanzeigenmündler, eine von dir, eine von mir und mal wieder eine Hauptakte. Und ein Gewinnspiel. Und ein Gewinnspiel. Also es gibt auch, zu dem Film gibt es separat auch etwas zu gewinnen, aber wir haben noch ein separates Gewinnspiel, das wir separat vorstellen. Ah ja, es gibt noch, sonst noch auch noch zu gewinnen. Ja klar. Ah. Darum, und eben ein separates Gewinnspiel, das wir separat vorstellen, darum nennen wir ein separates Gewinnspiel. Ja, und im Sinne von Ladies First, darfst du anfangen. Der Film, den ich jetzt vorstellen will, das ist der Forsaken. Das ist ein recht aktueller Western, ich glaube 2015, vielleicht sogar 2016, bin ich jetzt nicht ganz behaftet, mit dem Kiefer Sutherland in der Hauptrolle. Um was geht es? Ich muss vielleicht mal kurz mal die Story abreißen. Es geht um den Kiefer Sutherland, spielt einen Revolverheld, der nach Jahren wildem Leben, gesetzlosem Leben, zurück in sein Heimatdorf kehrt, weil er sich mit seinem Vater versöhnen wird. Der wird im Film gespielt von Donald Sutherland, also von Kiefer Sutherland, seinem richtigen Vater. Und anstatt aber Frieden... President Snow. Ja, genau. Das letzte unter anderem. Aber anstatt Frieden, Freude, Eierkuchen findet er in seinem Heimatdorf nicht nur einen leicht verärgerten Vater vor, also die ganze Vater-Sohn-Beziehung ist sehr angespannt, sondern auch einen reichen Grundstück-Magnat, der das ganze Dorf will aufkaufen. Und der wird gespielt von Brian Cox, müssen wir vielleicht noch erwähnen. Und der hat irgendwie so eine Räuberbande um sich herumgeschaut, aus verschiedenen Revolverhelden, unter anderem auch einer, der sich selber The Gentleman nennt. Der wird dargestellt von Michael Wincott. Und dann gibt es natürlich noch eine Jugendliebe von Kiefer Sutherland, die auch noch ein bisschen aufflammt. Also, es ist so eine Vergangenheitsbearbeitung, bla bla bla. Und wie man es vermutet, wie es bis zum Western gehört, atmet das am Schluss natürlich auch in eine nette kleine Schießerei aus. Und es gibt ein paar Tote. Das ist schon mal so weit das Grundding. Das Genre tut der Western Forsaken definitiv nicht neu erfinden, was der Film aber absolut exzellent macht. Er ist ein ganz grosses Schauspielkino, weil der Kiefer Sutherland spielt wirklich super und vor allem gerade im Zusammenspiel mit seinem eigenen Vater, also mit dem Donald Sutherland, entstehen da Szenen, wo pure Gänsehaut, also pure Film- oder Kinomagie ist. Man muss vielleicht auch noch sagen, dass Forsaken der erste Film ist, wo Kiefer Sutherland und Donald Sutherland zusammen vor der Kamera agieren. Es hat zwar vor Jahren schon mal einen Film gegeben, A Time to Kill, auf Deutsch Die Jury. Da sind beide auch schon dabei gewesen, aber haben keine gemeinsamen Szenen gehabt. Und Forsaken ist wirklich auch mit der Bedingung von beiden gedreht worden, dass sie eben gemeinsame Szenen haben. Darum haben sie das, die Rollen auch angenommen. Und in diesem Zusammenhang ist der Film ganz interessant, weil der Kiefer Sutherland wirklich teilweise auch ganze emotionale Zusammenbrüche anlegt und sich bei seinem Vater entschuldigt, er sei geschandt von der Familie, bla bla bla. Und wenn man dann bedenkt, dass der Kiefer Sutherland im realen Leben seinem Vater ebenfalls keine Ehre gemacht hat in der Vergangenheit, Drogen und Alkohol exzess, hat der ganze Film eine unheimliche Metaebene. Auch sehr schön am Forsaken ist eben der Michael Wincott als Gentleman, Kopfgeldjäger, als Überkillo, der aber sich ganz anders präsentiert, als man eben bei einem Bösewicht erwarten würde. Was dann auch im Finale mündet, wo ich einfach sagen muss, das ist wirklich jetzt mal eine geile Idee. Also so konsequent umgesetzt, Finale, also die Idee vom Finale ist, allein schon für das hat der Film Hut abverdient. Und fassen wir kurz. Der Forsaken ist für mich als Western-Liebhaber eine richtige Offenbarung von einem Film. Nicht, weil er jetzt Genre neu erfindet, sondern einfach, weil er wirklich ganz, ganz grosses Schauspielkino bietet. Eine gute Geschichte, eine emotionale Geschichte, plus ein recht harter Schluss. Also, der Shootout am Schluss geht gut ab und darum gebe ich dem Forsaken auch locker 4,5 von 5 Handschellen. Also, ich bin wirklich, wirklich sehr, sehr angetan. Das ist schön so, ja? Ja, es ist recht mein Geheimtipp. Es ist also recht so, ich habe irgendwie nichts erwartet von diesem Film und bin richtig weggeballert worden. Und wie gesagt, Kiefer Sutherland spielt super, Donald Sutherland spielt super, Michael Wincott ist super, Brian Cox ist super, Demi Moore hat ein bisschen wenig zu tun, aber auch ihre Präsenz ist gut, das Alter tut er definitiv gut. Madame hat neuerdings fast schon ein bisschen Charakter im Gesicht, ja. Im Gesicht, ja. Ja, im Gesicht, den Rest vom Körper sieht man nicht. Ist vielleicht auch besser so. Nein, Forsaken, wie gesagt, 4,5 von 5 Handschellen, für mich ein absoluter Geheimtipp. Etwas vom Besten, was man momentan im Western-Genre für sich entdecken kann. Und wir verlosen den Film auch. Ah.
Für alle, die sich jetzt irgendwie gedacht haben, ey, ich muss den Film jetzt aussehen, verlosen wir ihn viermal auf Blu-ray. Und welche Frage muss man beantworten? Tja, du hast es erwähnt. In welchem anderen Film sind Kiefer und Donald Sutherland dabei? Genau, nennt mir entweder den Originaltitel oder den deutschen Titel. Ich akzeptiere beides. Ich komme jetzt zu einem Film, wo ich schon gewisse Leute höre, aufschreien, was schon wieder. Weil du hast eine schriftliche Kurzanzeige dazu gemacht, die nicht ganz kurz war, sie war eh noch lang. Ja, also länger als eine kurze. Was? Ist ja gut. Ja. Lass mich doch einfach. Und dann haben wir noch ein Live-Video gemacht und dann nochmal ein Live-Video, weil wir eine Verbindung nicht hatten nach dem Kinobesuch zusammen. Also wir haben keine Verbindung zueinander gehabt. Ja, das haben wir noch nie gehabt. Das haben wir jetzt nicht, offenbar. Genau, ja. Es ist Batman vs. Superman, Dawn of Justice, Ultimate Edition. Nicht schon wieder da. Also einfach, das war jetzt die Tage. Ja, das habe ich ja schon gesagt. Ja, die Verbindung steht überhaupt nicht heute. Ich denke, das noch ein bisschen. Nein, okay. Auf jeden Fall, ich habe den Ultimate Cut schon gesehen, du noch nicht. Nein, ja gut. Und ich habe keine Ahnung mehr, haben wir dem jetzt gute 4 oder 4,5 von 5 gegeben nach dem Kino? Wir haben, glaube ich, die gleiche Wertung gegeben. Ich schaue aber die eigenen Videos nicht an, ich bin jetzt nicht nachprüfen, was ich dort für eine Wertung habe. Wer erinnert sich schon an Wertungen? Sagen wir es so, der Film ist ein Meisterwerk in der Kinofassung und... Du hast eben gesagt, es ist kein Meisterwerk, aber sehr gut. Ja, unterdessen haben vielleicht zum Meisterwerk ein bisschen einen speziellen Platz in meinem Herz. Okay, ja. Und ich muss sagen, das hätte bei mir auch schon gehabt, aber jetzt in der Ultimate Edition ist es für mich eindeutig ein Meisterwerk. Ich weiß nicht, also man könnte jetzt wieder anfangen mit der ganzen Kritik und so, aber einen muss ich erwähnen, einer, der letztes Mal gesagt hat, das größte Problem von Batman vs. Superman Sieg, dass er, statt dass der Film auf schöne Momente hin aufbaut und das mit Substanz, lebt der Film eigentlich nur von einzelnen Momenten und man hangelt sich vom einen zum anderen. Da muss ich sagen, das kann man so anschauen, wenn man unbedingt will negativ sein. Muss man aber nicht, weil ich muss sagen, ich bin am Ende vom Film wieder da gehockt und schon allein in den letzten 10 Minuten vom Kampf am Ende habe ich 6-7 Money Shots gesehen, wo ich gedacht habe, hey, das als Poster, groß an Wand, wow. So viel Wand hätten wir gar nicht. Und von diesen Bildern hätte Zack Snyder natürlich einen riesen Haufen in den Film reingeschossen. Das ist ja so, gerade von Anfang an. Ja, sonst wäre er ja nicht der Zack Snyder. Ich meine, er ist immer ein optischer Regisseur gesehen. Ja, und das ist ja auch, aber ich finde es ein bisschen unfair, wenn man sagt, er ist einfach nur ein optischer Regisseur und kann keine Geschichte erzählen, weil das stimmt vorne und hinten nicht. Sucker Punch. Im Extended Cut genau. Auch wieder. Und auch da wieder ein Beispiel, wie der Extended Cut wirklich, wirklich die bessere Version ist vom Film. Ich habe es von der Kinofassung schon super gefunden. Es hat aber ein Element, das ich rückblickend jetzt muss sagen, finde ich im Ultimate Cut viel besser gelöst. Und zwar ist das der Start von, warum jagt Superman überhaupt den Batman. Auch sonst, der Film tut hier und da kleine Details dazu machen. Hier und da sind es komplett neue Szenen. Es hat eine komplett neue Figur, wo in der Kinofassung komplett rausgestrichen war, besser gesagt. Sie ist nicht neu, sie hat einfach in der Kinofassung gefehlt. Und es hat noch der Kollege von Clark Kent, Jimmy Olsen, der aber nicht der Kollege von Clark Kent ist da, aber es gibt eine Figur, die in der Kinofassung vorkommt, die im Ultimate Cut ein bisschen früher eingeführt wird, also geschätzt die 60 Sekunden früher, und dort sagt er seinen Namen. Machen wir ganz kurz schon einen Brückenschlag, aber bei früher einführen, der Film geht übrigens 30 Minuten länger. Im Ultimate Cut, für alle, die sich jetzt fragen... Also 31, glaube ich. 31, für alle, die sich jetzt fragen, wie lang ist denn der Film überhaupt? Das heisst, jetzt ist er über 3 Stunden oder fast... 182 Minuten jetzt mit dem Abspann. 2 Minuten länger als 3 Stunden. Das ist absolut schlimm. Und die halbe Stunde ist... Es ist hier und da ein kleines Detail, es ist mal ein Satz von Alfred May, wo ihn wirklich trifft. Ich will jetzt da auch gar nicht zu viel spoilern und auf die Details eingehen, aber grundsätzlich kann man sagen, viel mehr Fleisch im Knochen. Lange Rede, kurzer Sinn. Und lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe es schon gesagt. Es ist ein Meisterwerk. Ich kann ihm keine andere Bewertung mehr geben als 5 von 5 Handschellen. Und ich kann jedem nur sagen, die die Kinofassung schon absolut zum Kotzen gefunden haben, man kann es ja nicht anders sagen, es gibt viele von diesen Leuten, die müssen jetzt auch nicht den Ultimate Cut schauen und denken, sie sehen einen anderen Film, weil so ist es dann doch nicht. Es gibt Elemente, die komplett anders sind, es gibt Umschnitte, es gibt Reihenfolgen, die anders sind und alles wirklich besser, wo man wirklich merkt, okay, das war jetzt eigentlich die ursprüngliche Fassung gesehen. So sehe ich es auf jeden Fall. Die werden nicht bekehrt werden durch das. Aber wer jetzt findet, ja, die Kinofassung ist nicht schlecht gesehen, aber irgendwie hat noch etwas gefehlt, für die ist der Ultimate Cut perfekt und für die die Kinofassung schon super gefunden haben, die werden den Ultimate Cut lieben. Sind wir ehrlich, gute Filme können gar nicht lang genug gehen.
Das kommt noch dazu. Kommen wir jetzt zu der Sonderverlosung, die der Wettkopf am Anfang erwähnt hat. Und zwar geht es hier um den Film Holidays. Natürlich gibt es das Ganze ohne FSK-Flatschen. Ist einfach sehr weiss, so, dann nehmen wir es ein bisschen schwarz. Und du darfst gerade etwas dazu erzählen und gerade noch Gewinnspiel von Google hauen und dann haben wir das auch erledigt. Genau, also sagen wir so ganz kurz, der Grund, wieso wir das Gewinnspiel überhaupt anbieten, ist, wir haben am Booklet zu diesem Mediabook mitgeschafft. Holidays ist, du auch, ja. Holidays ist ein Episoden-Horrorfilm, wo sich 8 verschiedene 4 Tage annimmt, also Valentinstag, St. Patrick's Day, Ostern, Muttertag, Vatertag, Halloween, genau, Weihnachten und Neujahr. Insgesamt sind 9 Regisseure dran gehockt und liefern unter anderem den Kevin Smith. In IMDb stehen 10. Ja, das ist interessant, ja. Und liefern teils blutige, teils geschmacklose, teils humorvolle, teils surreale Interpretationen von deinen jeweiligen 4 Tagen. Der Film ist absolut gelungen, er ist kurzweilig, er macht eigentlich alles richtig, er ist sogar besser als Tales of Halloween. Wenn man ja, ist super gefunden. Also wenn man so die ganze 4 Tage Geschichte, er nimmt sich halt ernster, das ist vielleicht noch wichtig, das macht ihn ein bisschen düster in seinem Grundton als Tales of Halloween, aber ist jetzt egal. Fakt ist, wir haben an dem Mediabook mitgeschafft und darum mit freundlicher Unterstützung von Meteorfilm dürfen wir 2-mal das Mediabook verlosen und als Trostpreis insgesamt 4-mal die Blu-ray von Holiday und das Volk hauen. Vielleicht noch ganz kurz die Erwähnung, der Film ist uncut, also lasst euch vom FSK 16 nicht verunsichern, das geht recht blutig zur Sache. Und was müsst ihr dafür machen? Ihr müsst folgende Frage beantworten. Nennt mir von diesen 9 Regisseuren mindestens 3 Regisseure, die am Film mitgewirkt haben. Einen habe ich schon genannt, die anderen könnt ihr auf der Internet Movie Database oder auf der OFDB nachlesen. Und unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir als Hauptpreis jeweils 2-mal das Mediabook und sonst als Trostpreis 4-mal die Blu-ray von Holidays. Jetzt kommen wir zu einem Film, wo wir endlich mal wieder einen Hauptakteur dazu haben. Das haben wir so selten in letzter Zeit, aber ich freue mich drauf. Ja, wir haben beide Zeit gefunden, den gleichen Film zu schauen. Du kannst gerade mal sagen, wie der Film heißt. Du liebst den Titel so. Scheiße. Mein Bruder, der Spion und ich. Richtig? Nein? Nein. Spion und sein Bruder. Der Spion und sein Bruder, genau. Ich sag mal, jeder, der Sacha Baron Cohen ein bisschen kennt, der weiß, auf was man sich hinlässt bei seinem Film. Der letzte sonnige Film, den er gemacht hat, ist The Dictator, der auch in England in einer längeren Fassung rausgekommen ist, der ziemlich böse war, also noch böser als der Film selber. Und da geht es jetzt um den Sacha Baron Cohen, der den Nobby spielt, so einen typischen Engländer. Typischer Engländer aus dem Ghetto, so ein Ghetto-Engländer. Mhm. So Fußballfan, Hooligan, immer am Suffen und Vögel auch, weil irgendwie hat er 9, 10 oder 11 oder 12 Kinder. Es werden irgendwie immer mehr, so in der Anfangsszene. Man weiß es nicht so genau und ich glaube, er weiß es selber auch nicht so genau. Auf jeden Fall ist er vor fast 30 Jahren von seinem Bruder getrennt worden, vom Sebastian. Und seither, er sucht ihn immer. Er würde so gerne seinen Bruder wiederfinden, er hat sein Zimmer so klar, wie es ist, auch wenn er gar nicht am Haus gewohnt hat. Das ist alles egal, nach Logik müssen wir gar nicht fragen in dem Film. Sein Bruder hingegen, der hat eine Karriere angelegt als nicht MI6-Agent, sondern er schafft für eine Firma, wofür er MI6 schafft. So sagt es am Anfang einmal. Also kurz und bündig, er schafft über Agent schlechthin. Ja. Und hat dann einen Auftrag in London. Ein Kollege von Nobby bekommt den Winter vor, sie schaffen es den Nobby auch an den Events zu bringen und der Nobby schafft es natürlich, den Auftrag komplett ab dem Ruder zu laufen. Also er kann seinen Auftrag nicht ausführen. Es stirbt jemand und von denen ist der Sebastian der Gejagte. Ja. Vom MI6 und seiner eigenen Firma. Also er wird plötzlich von seinen eigenen Leuten gejagt, obwohl er eigentlich nicht groß etwas dafür kann und sein Bruder ist schuld. Sein Bruder ist aber dann irgendwie auch seine einzige Hoffnung, dort lebend wieder rauszukommen, weil nie gross bekannt worden ist, wer er ist, und er kann sich bei ihm verstecken. Meint er.
Regie geführt hat Louis Leterrier. Leterrier, irgendwas Französisches, ja. Ja, und da hat auch Transporter irgendeinen gemacht. Drive Angry hat er gemacht mit Nicolas Cage und My Bloody Valentine 3D, wenn ich mir jetzt nicht komme. Jawohl, und wir haben in der Rolle von Sebastian, vom Bruder von Sacha Baron Cohen, haben wir den unglaubliche, geniale Mark Strong, einer der ganz grossen Charakterdarsteller, was das englische Kino momentan hat, wo man sich wirklich fragt, also ich habe mich zumindest gefragt, was machst du in diesem Film, komm! Es ist ein Film, der sich bevorzugt auf Körperöffnungen unterhalb vom Kopf konzentriert. Darf ich ganz kurz sagen? Ich meine, ich habe ja mit Sacha Baron Cohen immer ein bisschen Probleme. Ich finde Borat und so recht schreckliche Filme. Und hat mich dann mit dem Diktator hat mich wieder versöhnt, weil ich den Film doch ein bisschen als geschmackvoll empfunden habe. Und dementsprechend habe ich mich auf diesen Film gefreut. So nach dem Motto, geil, er schlägt diesen Weg weiter ein. Nein, macht er nicht. Was macht er? Er zieht einfach den Borat-Humor mit rein. Ja, und tut das noch unterbieten. Also sagen wir so. Dabei, es gibt noch einen anderen Humor, den er mit rein zieht. Tom Green, Freddy Got Fingered. Ja. Also er hat sehr oft an den Film müssen denken. Also sagen wir so, wenn der Film grenzwertig wird, und das wird er oft, dann wird er so grenzwertig, dass er für sich gerade eine neue Schublade aufmacht. Ja, gerade wollte ich sagen, der wird nicht grenzwertig, der überschreitet jegliche Grenze. Das ist, also ich sage nur Elefanten-Gangbang, ich sage nur Gift im Sack. Wo da, Potter, ja, das ja, ist so die erste Szene, wo man dann... Ja, nein, es hat davor schon ein paar Szenen gegeben. Ja, gut, aber das ist die erste. Und wie sind die Weltretter am Schluss? Da waren wir jetzt auch gar nicht mehr drauf eingehen. Ja, ich habe so Facebook ja wirklich so formuliert, das ist so ein Film für mich ein bisschen wie ein Autounfall. Irgendwie fragt man sich die ganze Zeit, was zählt das, aber man kann auch nicht wegschauen. Also ich darf mal eben zwischendurch die Maschine zitieren, wo da schön hinter der Kamera jetzt nickt und lächelt. Ich habe sie gefragt, was für eine Wertung gibst du dem Film? Ihre Antwort ist gesehen, 3,5 von 5 Handschellen. Was? Dann habe ich gefragt, wieso 3,5? Dann hat sie gesagt, ja, weil ich ihn lustig gefunden habe. Und dann habe ich gefragt, ja, okay, aber wieso in dem Fall nicht mehr? Sie fangen ja irgendwie schäme mich dafür, dass sie lustig gefunden haben. Und ich glaube, das trifft sie. Genau, das ist recht gut. Ich habe mich tatsächlich unterhalten gefühlt. Ich habe oft gelacht, ich habe wirklich gut gefunden. Aber wenn jetzt jemand zu mir kommen würde und mir sagt, hey, du, empfiehlst du mir den Film? Nein. Ich würde nie jemandem empfehlen, weil ich Angst habe, dass das Rückschritt auf meine Person wird. Irgendwie, es schafft es wirklich. Der Film ist so grenzwertig geschmacklos. Ich meine, es hat... Es gibt AIDS-verseuchtes Blut, das durch die Luft spritzt und ins Maul reingeht. Und die Person zu den bekannten Darsteller, Schauspieler darstellen. Ja, oder auch der Donald Trump. Ja, okay, das kann ich verzeihen. Und dann, was wirklich der Film aber so komisch ist, irgendwie, das ist der Sacha Baron Cohen, der komplett vom Leder zieht. Und dann hast du ihn gegenüber den Mark Strong, der so seriös spielt. Aber trotzdem immer wieder das eigentlich mitmacht. Ja, eben. Also irgendwie, du merkst, es macht ihm Spass. Das hat er auch in Interviews gesagt. Er hat genau gewusst, auf was er sich einlässt. Das war damals in England das Thema gewesen. Wieso hat er sich auf die Rolle eingelassen? Aber weil er spielt wirklich mit einer Ernsthaftigkeit, als ob es wirklich James Bond ist. Sinn macht der ganze Film gar nicht. Also ja, doch, also er hat ein bisschen seine Logik gelacht, aber grundsätzlich ist die Story... Es ist eine typische Agenten-Story. Es ist mal wieder ein Oberbösewicht, wo die ganze Welt will. Ja, aber... Es erinnert stark an Dings. Jetzt fällt mir der Titel schon wieder nicht ein. Kingsman. Nein, aber Kingsman ist ganz anders. Nein, ich sag jetzt, von der Motivation vom Bösewicht her erinnert der Film sehr stark an Kingsman. Ja, nur Kingsman ist natürlich im Vergleich extrem geschmackvoll. Was vielleicht auch noch erwähnenswert ist, was auch noch dabei ist, ist der Scott Adkins. Da ist auch noch dabei, also für alle Action-Fans. Hat zwar nicht so viel zu tun, aber auch eine nette Rolle. Nein, ich meine, ich bin recht unschlüssig, wo ich fertig war mit dem Streifen. Ich habe irgendwie nicht gewusst, soll ich den jetzt gut finden oder soll ich ihn jetzt einfach verachten, verdammen und für immer irgendwie auf dem Scheiterhaufen verbrennen. Aber es ist tatsächlich so, wenn du mich jetzt fragst, habe ich gelacht, habe ich lustig gefunden? Ja. Ich auch. Definitiv. Und also für mich... Es ist klar, es ist für mich so ein bisschen Diktator und eben ein bisschen gemischt mit Freddy Got Fingered. Da haben sich ja auch alle aufgeregt. Der Film hat irgendwie 6, 7 oder 8 goldige Himbeeren bekommen. Ich liebe den Film heute noch, weil er einfach so durchknallt ist. Und es ist für mich gehört, diese Art von Film gehört in eine ganz spezielle Kategorie. Und zwar in die Kategorie «Lügen allein» und dann «Lügen mit Leuten, die ihn noch nicht kennen». Schauen sicher nicht. Und dann schaust du nicht den Film, sondern du schaust die Leute an. Schauen sicher nicht beim ersten Date mit deiner grossen Liebe, davon steigen. Wobei, es steht jetzt bei uns auf der Blu-ray drauf, nur für Männer. Also, die Maschine hat es auch lustig gefunden. Also. Jo. Ja.
Ich bin ein Good Cop, ich darf sowieso alles gut finden und ich stand auch dazu, dass ich mit dem Film gelacht habe und ich kann ihn nicht schlecht finden und ich mag das auch Sacha Baron Cohen, weil er einfach so eine kranke Sieg ist, wo er einfach alles macht, wo ihm gerade in den Sinn kommt, egal ob es ihm passt oder nicht, und für das bekommt der Film ganz klare 4 von 5 Handschellen von mir. Wow, okay, jetzt bin ich überrascht. Gut, das hast du mir überrascht. Nein, jetzt, okay, was gebe ich eine Wertung? Ganz ehrlich gesagt, ich gebe gar keine. Ich enthalte mich aus einem einfachen Grund. Du bist so eine feige Sau. Ja, ich bin eine feige Sau, das ist es so. Nein. Du schmierst jetzt ganz allein auf Schalke 4, weil ich denke, kommst du mit so einer 3, dann muss ich nein. Über... Nein, du bist mir voll im Fall enthalten. Nein, ernsthaft, nein, ich enthalte mich aus einem einfachen Grund. Habe ich ihn lustig gefunden? Ja. Habe ich mich amüsiert? Ja. Kann ich ihn irgendjemandem empfehlen? Nein, aus einem einfachen Grund. Weil der Film ist so grenzhaltend, da muss jeder für sich selber entscheiden, lässt man sich auf das Zeug sein oder nicht. Ja, eben, ja, aber, nein, ich kann jetzt aus diesem Grund keine Empfehlung geben, weil ich einfach sage, ich will das nicht machen, ich will die Verantwortung nicht übernehmen, dass jetzt irgendjemand, ich weiß auch nicht, irgendwie schade. Ich find, momentan geht die Elefantenszene im Netz um, ja. Aber die für sich. Und da muss ich sagen, das ist schade, weil die Szene gehört in den Film hinein. Ja, also tun Sie euch nicht spoilern. Nein, sagen wir es so, wenn ihr eine Grenzerfahrung wollt haben in Sachen Komödie, dann ist der Film definitiv etwas für euch. Wenn ihr schon immer Probleme habt mit dem Humor von Sacha Baron Cohen, also Borat und alles, ja, dann, weg. Dann weg, weil mit dem Film tut er alles toppen. Punkt. Aber ich enthalte mich an einer Wertung, aber ich sage, ich habe gelacht, ich habe ihn lustig gefunden, aber trotzdem enthalte ich mich an einer Wertung. Auf jeden Fall, wir verlosen den Film einmal auf Blu-ray. Also für alle, die jetzt sagen, ich will mich doch auf den Film einlassen, ich will eine Mutprobe machen, ich will den Film mit meinem ersten Date schauen oder mit meiner ganzen Familie oder mit meiner Schwiegermutter oder ich weiß auch nicht. Ja gut, das werden wir. Ja, okay. Verlosen wir den Film einmal auf Blu-ray und für das müssen wir noch folgende Frage beantworten. Ah ja? Ja. Das bin ich wieder dran. Ja, klar. Gut, wir haben jetzt ein paar Sacha Baron Cohen-Filme erwähnt. Mhm. Es hat aber noch einen gegeben, der im Stil von Borat gedreht hat, aber ein österreichischer homosexueller Modetyp gespielt hat. Genau. Wie hat der geheißen? Wie heißt der Film? Das ist eine gute Frage. Sehr gut, ja. Nicht überraschend, ja. Aber gut. Das ist okay. Das ist halt, oder? Und ansonsten muss ich sagen, falls ihr irgendwie heiratet, das wäre auch der Film zum Zeigen, der Hochzeitsfeier. Genau, der Hochzeitsfeier zum Beispiel. Zum die Hochzeitsnacht einläuten. Zum Beispiel, keine romantischen Gefühle und so, dann wäre der Körperöffnung gerade ganz anders angeschaut. Ich würde sagen, damit du doch vielleicht irgendwann noch eine Wertung kannst machen, schauen wir jetzt den Film gerade nochmal und sagen Tschüss zusammen. Die können ja bei der Verlosung mitmachen und wer gewinnt, kann dann bald auch schauen. Und ohne Sonnenbrille dann bitte. Mhm. Weil sonst siehst du ja dann die schöne Szene. Schau dir in die Augen, Kleiner.